Im Vorfeld von Baumaßnahmen rücken die Archäologen planmäßig an, ob ein paar Quadratmeter für einen Hausbau oder etliche Hektar für das Tagebauvorfeld. Dort, wo etwas kaputt gehen oder verschwinden könnte, müssen sogenannte Rettungsgrabungen erfolgen. Bereits bei den Voruntersuchungen in Kaminau war den Verantwortlichen klar, dass es hier Funde geben wird, datiert auf die frühe Eisenzeit. Also das fängt ungefähr 500 vor Christus und wir haben genau in diesen Anfängen jetzt hier zu tun. Also auf diesem Gräberfeld haben wir auch Metallfragmenten, meistens noch aus Bronze, aber sind auch viele aus Eisen gemacht. Sehr wahrscheinlich wurde Eisen als solche neue Material damals auch für Schmuck hergestellt. Und das sind viele, die einfach als Beigabe hier gegeben wurden. Über das Ausmaß der Funde sind die Fachleute regelrecht begeistert. Etliche Gräber sind zum Teil gut erhalten. Sie enthalten neben den Urnen auch schön verzierte Beigaben. Ein deutlicher Unterschied zur sonst üblichen Keramik ist hier erkennbar. Die Gebrauchskeramik, also zum Beispiel Vorratsgefäße oder Tafelgefäße aus dem Siedlungsbereich, die waren relativ einfach und selten verziert. Die sind als Beigabe, als was Besonderes gemacht. Also die sind richtig schön und sehr gut auch gebrannt. Einige Fundstücke sorgten für besondere Freude. Die Experten sehen hier sogar Zusammenhänge mit Keramiken aus dem Mittelmeerraum. Da waren schon in dieser Zeit wahrscheinlich die Handelswege offen. Also wir können auch sprechen über Anfänge von zum Beispiel Bernsteinstraße. Ja, also in dieser Zeit wurde schon Bernstein hier an der Ostsee oder beziehungsweise hier im nördlichen europäischen Raum geborgen und dann einfach durch den Handelswegen nach Süden gebracht. Und diese verschiedenen Ideen und die Leute, also Kaufleute, die hier auch gekommen sind, sehr wahrscheinlich, die haben das auch Ideen hier nach Norden gebracht. In der Bronze- und Eisenzeit war die Lausitz dicht besiedelt und auch damals schon legten die Menschen eine Art Friedhof an. Der hier an der B96 bei Kaminau muss sogar schon einmal ein Stück verlegt worden sein, denn einige Grabstellen unterscheiden sich deutlich. Hier gehen die Experten davon aus, dass die Urnen und Beigaben ein zweites Mal unter die Erde kamen. Aber was machte für unsere Vorfahren genau diesen Platz so attraktiv? Allgemein in dieser Umgebung sind viele auch Fischteiche und Moorgebiete, feuchte Gebiete. Also hat man immer für die Bestattung eine trockene oder ein bisschen von der Oberfläche erhobene Flächen gesucht, um die einfach die Toten zu ehren, aber auch einfach nicht ins Wasser zu bestatten. Ja. Die Anlage ist sehr unterschiedlich aufgebaut. Zum Teil liegen die Gräber tiefer als einen Meter. Zum Teil deutlich höher. Also das sind quasi verschiedene Etagen, aber heißt das auch nicht, dass die jüngere Gräber oben sind und die ältere unten. Das war sehr unterschiedlich. Und wieso manche Grabanlagen sind ziemlich tief, das können wir auch nicht erklären. Vielleicht war das einfach schon Beschaffenheit des Geländes. Da manchmal wollte es einfach ein bisschen tiefer. Viele Gräber weisen deutliche Beschädigungen auf, allerdings nach fast 2500 Jahren. Sicherlich auch nicht so ungewöhnlich. Mensch und Natur haben dazu gleichermaßen beigetragen. Wir haben hier mit dem jungen Einforstung zu tun, also von dem Setzlinge. Viele auch Bäume selbst, also das ist schon teilweise von Natur und menschlicher Tätigkeit. Einfach die Bäume haben die Wurzeln geschlagen. Die Keramikfragmente sind manchmal total zerschärbt, aber auch in der Vergangenheit also hat man die manche Gefäße schon speziell kaputt gemacht. Wieso auch immer, das können wir noch nicht erklären.
Die Ausgrabungen unter dem künftigen Radweg sind jetzt beendet. Ob es daneben noch Funde geben könnte, bleibt ungeprüft, da alles, was so lange im Erdreich war, auch dort am besten bleiben sollte, so das Verständnis der Archäologen. Daher noch ein Hinweis an alle Möchtegern-Schatzjäger. Früher Eisenzeitfunde gab es hier, also Silber und Gold, ist nicht zu erwarten. Dafür werden vielleicht wertvolle Hinweise für die kommenden Generationen zerstört, die sich später einmal selbst auf die Historie ihrer Urahnen begeben wollen. Dann, wenn die Scherben und Gefäße in den heutigen Museen vielleicht längst zu Staub zerfallen sind.